Mannheim oder Sylt? Was ist für euch der schlimmere Vorfall? Bro, das kannst du natürlich nicht miteinander vergleichen. Der hat einen Menschen umgebracht, Digi. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, der spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Mannheim oder Sylt? Was war schlimmer? Fragezeichen. Straßenumfrage von Ketzer der Neuzeit. Ich habe zum Mannheim-Thema im Stream schon was gesagt, aber nicht auf YouTube. Haben mich einige Leute angeschrieben, weil ich ja persönlich auch aus Mannheim komme. So. Und natürlich, als ich das Video gesehen habe, war ich erstmal extrem verstört. Und als allererstes will ich sagen, rest in peace auf jeden Fall an den Polizeibeamten, der dabei umgekommen ist. So. Und es hat mich halt verstört auch zu sehen, was für kranke Menschen es gibt. So. Das ist eine crazy Geschichte gewesen. Ich habe dann auch von Ketzer der Neuzeit den Post gesehen und ich finde es, was ich ganz klar am Anfang direkt sagen muss, ich mag den Leo. Aber wie kann man diese beiden Sachen miteinander vergleichen? Was hat das eine mit dem anderen überhaupt zu tun? Ich muss sagen, allein dieser Titel Mannheim oder Sylt, was war schlimmer so, sorgt dafür, dass noch mehr gespalten wird so. Sorgt dafür, dass die Leute im Kopf anfangen, darüber nachzudenken, was war denn jetzt schlimmer? Wer ist denn jetzt böser? Bro, das kannst du natürlich nicht miteinander vergleichen. Der hat einen Menschen umgebracht, Digi. Die anderen waren so besoffene Kids, Digga, die einfach irgendeine Scheiße von sich gegeben haben, so, weißt du? Und deswegen, ich finde den Vergleich, der ist einfach nicht treffend. Und ich finde, dass diese Sachen, das miteinander jetzt zu vergleichen, auch wieder nur dazu beitragen, dass wir noch mehr gespalten sind. So. Das trägt alles am Ende des Tages nur zur Spaltung bei und da machen wir nicht mit. Nichtsdestotrotz gehen wir da jetzt mal rein, gucken uns das an, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal, ich liebe euch. Peter geht los, Digi. Und los. In dieser Folge. Jetzt bin ich da. Düb, 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 düb. Das kennen wir doch überall. Das kennen wir auch so, ja. Ne? Wenn ihr raten müsstet, wie viele Messerstechereien wir im Durchschnitt in Berlin haben. Also egal, in anderen Gegenden, auch in gewissen Bezirken in Wien, ist das sicher ein bisschen mehr. Ja, das wird jetzt verboten anscheinend auf Oktoberfesten und so. Das ist ja auch bei euch eine Rolle. Feiert ihr Oktoberfest? Ist das rechtsextrem oder was? Ich bin einfach queer und ich bin stolz darauf. Wenn jetzt jemand stolz auf seine Sexualität ist, dann sollte es ja genauso legitim sein, stolz auf seine Herkunft, auf seine Nationalität zu sein. Willkommen, Freunde, in der wunderschönen Stadt Wien. Hinter mir die Wiener Universität. Und auf dem Weg hierher wurde ich schon von der ein oder anderen Stolzmonat-Flagge, wollte ich schon sagen, nein, von der Pride-Month-Flagge begrüßt. Also wirklich die ein oder andere. Und jetzt werden wir dort hinten gleich zum zweiten Mal reingehen. Gerade eben war ich nämlich schon drin und war auf der Suche nach einem Klo. Hab nun ein All-Gender-Klo gefunden, aber das ist anscheinend irgendwie das neue Normal. Wie krasse Scheiße. Ich habe noch nie so ein All-Gender-Klo gesehen, Bro. Ich hoffe, ich werde es auch nie sehen. Bruder, was für All-Gender-Klo, ja? Mann. Wer von euch war schon mal auf dem All-Gender-Klo? Wir wollen heute aber vor allem die Studenten kennenlernen und fragen, ob sie schon mal von diesen Orten in Deutschland gehört haben. Vom Ort Sylt zum Beispiel oder auch von Mannheim. 6-8 Mannheim, Bruder. Dabei ist alles, Wald, dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Mannheim an die Macht, Bruder. Egal, was kommt. Damit irgendwas assoziieren und natürlich den Doppelmoraltest à la Lola, diese Influencerin aus Deutschland, ihr erinnert euch, die nach Sylt gesagt hat, das war das Schlimmste, was sie je gesehen hat und nach dem Mannheim-Attentat, da war auf einmal Stille. Mal gucken, ob hier in Wien auch Stille herrscht. Genau, es geht um Mannheim. Wir haben Deutsche kennengelernt, was soll ich sagen, sie haben es erraten, und bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe. Es geht um Mannheim und zweiter Take. Man kann drauf kommen. Was Sylt. Ja, er sagt das. Das Video mit den tollen Personen, die nicht so tolle Meinungen haben. Findet ihr den Vergleich, findet ihr den, also treffend, ist es ein guter Vergleich, Mannheim oder Sylt, was war schlimmer? Ja. Habt ihr mit dem Ort Sylt irgendwas als Assoziation im Kopf? Rechtsextremismus. Ach krass, du hast davon mitbekommen. Ja, richtig. Krass, jetzt ist ganz Sylt Nazi oder was? Auch zu übertrieben. Ah, ja. Also ich weiß nicht genau, was passiert ist. So. Ob ihr schon mal was von dem Ort Sylt gehört habt? Ja. Woher denn das? Da ging schnell die Antwort. Ja, Geografie und jetzt auch aus den Medien. Okay. Also, ja. Hauptsächlich aus den Medien. Da ist jemand ehrlich. Ja, ich war selber schon ein paar Mal in Sylt. Ja. Hör mal her, wir haben hier einen Sylt-Experten. Ja,
Nicht jedes Jahr, aber es ist eine schöne Insel. Die Leute haben irgendwelche Sachen von sich gegeben, gesungen oder irgendwas. Klingt jetzt, wenn ich da düb, 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 düb. Das kennt man doch überall. Das kennt man auch so, ja. Ne? Ja, das wird jetzt verboten anscheinend auf Oktoberfesten und so. Das ist ja auch bei euch eine Rolle. Feiert ihr Oktoberfest? Ist das rechtsextrem oder was? Also, ja, alles ist doch rechtsextrem. Ist doch alles rechtsextrem heute. Ihr wisst doch, wie das läuft. Ich habe einfach aus meinem Freundeskreis auch viel mitbekommen, dass viele Leute viel mehr verstört sind, wie wenig verstört die Leute sind, weil es einfach schon quasi abgestumpft dem gegenüber ist und dass das eigentlich diese Distanzierung das Schlimmere ist, weil wir eh alle wissen, dass sowas leider vorkommt. Ist, finde ich persönlich, muss ich sagen, ein bisschen geschmacklos. Finde es jetzt nicht super lustig. Ja, bin ich bei dir. Also es war schon krass, die haben ja dann herausgefunden, wie die ganzen Leute heißen und so. Ja. Und deren Existenz im Endeffekt Sorry, aber die Kette ist auch wild, ne, die er anhat. So sieht mir aus wie ein bisschen wie eine Darmkette. Also Adressleaks, Morddrohungen. Ja, das finde ich ein bisschen extrem. Ich würde es nicht machen, damit zu singen, aber ich würde jetzt auch nicht wollen, dass von mir jetzt. Die Kette ist süß, ne? Feier ich, Digga. Keine Ahnung, warum ich das sehe, aber. Oh. Ein Video veröffentlicht. Von Mom kurz geklaut, Digga. Bisschen flexen, Digga, weißt du? Wo ich irgendwie besoffen war. Wisst ihr, in welche Richtung der Text? Deine auch, Bro. Ja, okay, Digga. Willkommen im Club. Nö, den Text kann ich gar nicht. Du bist hier am besten informiert. Hau mal den Text raus. Keine Ahnung, das so weit hab ich. Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Oder? So ging das doch. Nicht angeschaut, ich weiß nur, dass es irgendwie... Genau, es war Ausländer raus, Deutschland den Deutschen. Ja, und jetzt nur Spaß. Ja, nein. Apropos, in Mannheim, das ist die zweite Stadt. Auf was Leon achtet? Ja, sorry, Digga, ich wollte kein Style-Shaming machen. Keine Ahnung, warum mir das überhaupt aufgefallen ist. Es tut mir leid. Keine Ahnung, Digga. Steinigt mich in den Kommentaren. Da kam es jetzt zu einem Attentat mitten in der Stadt auf einen Herrn Stürzenberger. Irgendwas davon mitbekommen? Nein. Voll verstörend, ja. Ich schwöre, ich habe mir das Video reingezogen. Voll sad, ja. Sowas zu sehen, ich gucke mir sowas generell nicht gerne an, wenn Leute so... Ich frage mich dann, weißt du, ich versetze mich in die Lage rein und denke mir so, was muss mit einem Menschen passiert sein, dass er einfach das überhaupt über sein eigenes Herz bringen kann, ein Messer zu nehmen und das in einen anderen Menschen reinzustecken, so, weißt du, wie ich meine? Da muss so viel passiert sein in der Vergangenheit, das ist crazy, bis ein Mensch dahin kommt. Ich glaube, kein normaler Mensch trägt das so in sich, weißt du? Das ist einfach krank, Bruder. Ich bin aber auch sehr Anti-Gewalt, ne? Ich bin so ein richtig krasser Anti-Gewalt-Typ, so. Ich mag Gewalt nicht, Bro. Ich bereue heutzutage die paar Schlägereien, die ich in der Vergangenheit mal gehabt hatte und so immer noch, weißt du, hab immer noch dann so auch teilweise sogar, wie sagt man, das nagt so ein bisschen an mir, wie konnte ich nur damals so und so jemanden so und so machen, weißt du, wie ich meine? So, keine Ahnung, Digga. Ich glaube, ein Mensch, der mit seinem Herz, mit dem Göttlichen verbunden ist, der kann sowas nicht ertragen, Digga. Der kann das nicht tun, der kann es nicht sehen, der will damit nichts zu tun haben. Ja, da gar nicht. Krass. Der stand da mit seinem Mikrofon, wurde dann überwältigt von einem Mann mit einem Messer in der Größe. Er hat es überlebt, aber der Polizist wurde erstochen, also in den Hals, ein unfassbarer... Digga, voll ekelhaft, Bruder. Es tut mir so leid, Digga. Es tut mir so leid, Bro. Das Video, was da gerade durchs Netz geht, weil das eben gelivestreamt wurde. Erste Reaktion? Was ist los? Wer hat das aufgenommen, habe ich mich auch gefragt, weißt du, dann im gleichen Atemzug so. Wer hat das, ich habe es ja gesehen, so, das war ja ganz nah dran, wer war das, Digga? Ein Komplize oder irgendein Passant? Will ich jetzt dazu nicht wirklich äußern, aber ich finde es natürlich jetzt, ist jetzt nicht der Ansatz, würde ich persönlich nicht machen. Ja. Der steht dann wieder auf und jetzt ersticht er den Polizisten. So, erste Reaktion, ich weiß, es ist komplett der Horror. Ja. Ja. Überforderung. Ja, ne? Ja, richtig schlimm. Also, es trifft mich komplett unter der Haut, weil es halt auch so nah an meiner Heimat liegt, also Heidelberg. Aber ich finde. Heidelberg, Digga. Auch irgendwie schade, dass das jetzt dann wieder so genutzt wird für. AfD-Propaganda. Wir leben in so kranken Zeiten, dass man heutzutage nicht mal mehr sicher sein kann, was nicht alles produziert wird. So, weißt du, ich kann mir vorstellen, dass es ich
mittlerweile, ne? Ich bin so krass am Hinterfragen, dass ich mir vorstellen kann, dass gewisse Events extra herbeigeführt werden, gewisse Videos extra geleakt werden, damit eine gewisse Stimmung in der Bevölkerung ausgelöst wird, so. Weißt du, wie ich meine? Und es hört sich krank an, Digga, ich weiß. Man kann sich nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die auch so zum Beispiel Menschenleben opfern würden, um eine gewisse Stimmung im Volk zu kreieren. Aber das ist in der Vergangenheit schon passiert, weißt du? Es ist in der Vergangenheit schon öfter passiert, dass gewisse Sachen zugelassen wurden, damit Regierungen dann die oder die Dinge umsetzen können. So, ich sag nicht, dass das hier bei diesen beiden Themen der Fall ist, so, aber ich kann mir sowas durchaus vorstellen. Weil ich habe eh das Gefühl, dass es gerade in Deutschland oder generell in Europa extra in die Richtung getrieben wird, dass Leute mit Migrationshintergrund mit Leuten aus Europa in den Clash reingehen. So, das ist so der neue Film, das ist so der die neue Spaltung, die gerade auf ein Maximum getrieben werden soll, gefühlt. Ich will nicht Propaganda sagen, aber das dann zu benutzen für irgendwas, finde ich persönlich halt irgendwie nicht so schön. Ja. Wir hatten in Deutschland eine Influencerin, die hatte gesagt, Sylt war das Schlimmste, was sie je gesehen hat, und nach Mannheim hat sie geschwiegen. Was ist für euch der schlimmere Vorfall? Mannheim. Ich glaube, das sollte außer Frage stehen, dass da ein Mensch gestorben ist, dass das der grundsätzlich schlimmere Vorfall ist. Das ist, denke ich, klar. Aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich den Rassismusskandal in Sylt nicht verharmlosen. Also ich finde, das eine hat nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Ich finde, genau so ist es. Man kann komplett gegen beides sein. Ist das eine gewisse Doppelmoral? Ja, also ich finde, man kann die beiden Dinge natürlich nicht gleichstellen. Andererseits, weiß ich nicht, dann nur über das eine zu sprechen oder das eine viel mehr zu kritisieren und das andere außer Acht zu lassen, weiß ich auch nicht, ob das korrekt ist. Man sollte halt über beides sprechen und beides kritisieren und wie auch immer, aber auch in Verhältnis stellen. Der WDR hat sich entschieden, die Personen in dem Sylt-Video nicht unkenntlich zu machen, da es sich um ein zeitgeschichtliches Ereignis handelt und dies stärker wiegt als die Interessen der gezeigten Personen. Erstmal dazu, was ist da euer Statement? Das Video wird geleakt aus Sylt und sie werden mit vollem Gesicht gezeigt. Ich finde komplett legitim. Nein, ich finde das voll unfair. So, also und jetzt die Mitte. Weiß ich auch nicht, ob ich das so nice finde. Ich weiß auch nicht, ob ich das so nice finde, dass sie da direkt die Gesichter gezeigt haben und so. Das ist schon böswillig, ne, wenn die das extra gemacht haben. So. Das ist schon... es muss einem halt bewusst sein, dass diese Leute dann auch eventuell sogar in Gefahr schweben oder so. Es gehört eigentlich auch zu Ethik, wie sagt man? Das eigentlich müssen doch Medien dafür sorgen, dass Menschen nicht durch deren Berichte in Gefahr geraten, oder? Es gibt schon gewisse Dinge, wo es halt vielleicht wichtig wäre zu wissen, wer das ist, aber in so einer Situation, also jeder kann ja mal einen Fehler machen oder sich irgendwie verbessern, aber der wird das ja auch nie wieder los und wird er halt verfolgt oder so von irgendwelchen anderen. Einer sagt, es geht darum, dass beides Skandale sind und eins viel mehr hochgepusht wird medial, daher der Vergleich. Also ich habe von beiden Sachen in den Medien gehört und gesehen, viele Berichte auch gesehen über die Mannheim-Sache und viele Berichte über die Sylt-Sache so. Und auf Social Media genauso. Habe ich, glaube ich, mehr über Mannheim gesehen als über Sylt auf Social Media. Von allen Seiten. Auch von Moslems. Gerade von uns Mannheimer Moslems, Digga. So. Weil da ja wieder einige versucht haben zu sagen, ja, alle Moslems sind böse und die stechen einfach so Leute ab und so. Stimmt halt nicht. Mannheim, wir haben eine... Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass in Mannheim genug... Also ich bin da mit Moslems groß geworden, mehr oder weniger. Weißt du, wie ich meine? Und... Der Großteil von den Moslems, die in Deutschland geboren sind oder aufgewachsen sind oder hingekommen sind, sind Menschen, die ein gutes Herz haben und die versuchen, ein gutes Leben zu kreieren und einfach harmonisch mit allen Menschen zusammen miteinander zu leben. So, das ist keine Religionssache und es ist auch nicht so, dass manche Religionen nicht miteinander leben können und so, das ist einfach Schwachsinn und das ist auch Propaganda von den Medien meiner Meinung nach so. Weil am Ende des Tages geht es um Menschlichkeit und Liebe in jeder Religion und wer das verstanden hat und wer da hinkommt, der lebt harmonisch auch mit Leuten, die einen anderen Glauben haben so. Und ich habe ganz viele Freunde aus Mannheim, die auch zu dieser Tat was gepostet haben. So. Also soll mir keiner kommen und sagen, ah, die bösen Moslems und dies, das, blablabla. Das war ein Mensch, Digga, der repräsentiert nicht eine ganze Religion. So. Und es geht mir auch auf den Sack, dass immer, wenn irgendwas passiert, wo ein Moslem involviert ist oder so, dass es dann immer die ganze Religion ist. So, weißt du, ist nicht so.
Extremen so. Also ich finde, Gesichter zeigen in Extremfällen eigentlich nur legitim. Ja, aber bei den Sultern, das war ja schon irgendwie verloren. Das ist in den Medien, im Internet so viral gegangen, da hätten die öffentlichen, rechtlichen, so, die hätten es verpixeln können, aber es hätte nichts mehr in ihrer Situation verändert. Man hat die Adressen geleakt, das ganze Internet hat die gejagt, Morddrohungen gegen die Menschen auf dem... Ja, das geht halt gar nicht. Aber auch gegen die Familienmitglieder. Ja, also einerseits verstehe ich, dass man sagt, dass es überreagiert ist, aber anderes... Wer hat denn Kriege geführt wegen Glauben? Alle! Ist das dann zu sagen, okay, es ist überreagiert, auch ein bisschen Verharmlosung von was auch? Vor allen Dingen, Digga, die haben nicht Kriege geführt wegen Glauben, die haben versucht, ihre Kriege zu rechtfertigen mit dem Glauben, aber das ist halt nicht, das ist... Ah, da müssten wir jetzt ganz tief reingehen in wie verkehrt und falsch Menschen die Sachen, die Propheten erzählt haben, interpretiert haben, aufgeschrieben haben teilweise und dass viele von den heutigen gläubigen Leuten nichts mehr mit dem zu tun haben, was die Propheten damals gepredigt haben. So, das ist halt ein ganz deepes Thema, so, da könnte man jetzt nochmal richtig tief reingehen und so, aber müssen wir jetzt auch nicht. Von solchen Aktionen dann Inkonsequenz passieren kann. Man müsste sich ja dann daran halten und sagen, hey, okay, wenn wir bei den Sylt-Menschen darauf scheißen, sag ich mal, dann halt auch bei dem Messerstecher in Mannheim, da hat man den aber komplett verpixelt. Das ist schon... Ja, irgendwie widersprüchlich ein bisschen, also... Ja. Halt wenn, dann sollen sie entweder alles zeigen oder gar nichts. Also im besten Fall gar nichts, aber... Wenn ihr raten müsst... Hat der nicht... Ich habe das Video, glaube ich, unverpixelt gesehen, leider. Wie viele Messerstechereien wir im Durchschnitt in Berlin haben, was würdet ihr da für eine Zahl in den Raum werfen? Und zwar pro Tag, um es mal einfacher zu machen. 27? 15 bis 20 und? 10? 10, kannst du nichts falsch machen. 3? 7? Wow. 25? Pro Tag 58. 10. 70. Allein, dass es pro Tag Messerstiche gibt, finde ich erschreckend genug, wenn ihr mir sagt, aber es sind 8 Fälle pro Tag. Okay. Ja, also ich glaube in anderen Gegenden, auch in gewissen Bezirken in Wien, ist das sicher ein bisschen mehr. Ja, ist natürlich krass und man bekommt es auch absolut nicht mit. Ja, ist was dran. Was auch fragwürdig ist und normal soll es nicht werden. Ne? Vielleicht ein letztes Statement, Kriminalität in Wien. Ist das ein Ding? Natürlich ist Wien eine ziemlich sichere Stadt und auch viel Stabilität herrscht hier. Aber als Frau fühlt man sich, glaube ich, nicht immer topsicher, weil es gibt noch immerhin viele Femizide bei uns. Ja. Also viele Sylter, die vielleicht sich auch Spaß machen. Ja, am Samstag geht es da vorne los mit dem Pride Month, richtig? Auf jeden Fall. Ich überlege, ob ich da noch hingehen soll. Seid ihr da? Auf jeden Fall, natürlich. Yes. Ja. Was ist da euer Motiv? Spaß haben, Akzeptanz, jeder soll dabei sein, jeder hat gute Laune. Seid ihr auch stolz auf etwas? Weil das ist ja so ein bisschen das Thema Pride. Pride it in, man, Alter, und los. Mann, Stolzmonat. Also ich bin stolz auf mich, weil ich auch Teil der Community bin und ich bin einfach queer und ich bin stolz darauf. Und ich freue mich einfach auf den Tag im Jahr und mich. Was ist queer nochmal, Freunde? Habt ihr da irgendwie eine Definition für mich? Ich komme da nicht mehr mit. Und jeden auch feiern zu können. Das hat das was mit Querdenker zu tun oder nicht? Nee, ne? Glaube ich nicht. Dieses typische Argument, ja, man kann nur stolz sein auf das, was man selbst geschafft hat, aber hier wird es halt sehr zelebriert in der westlichen Welt, dass man stolz auf seine Sexualität oder auf seine sexuelle Identität ist. Ja. Wenn jetzt jemand stolz auf seine Sexualität ist, dann sollte es ja genauso legitim sein, stolz auf seine Herkunft, auf seine Nationalität zu sein. Ja, sicher. Ja, proud sein bedeutet ja eben stolz sein und proud sein bedeutet nicht nur, dass wir auf unsere Sexualität stolz sind, sondern dass wir auf uns als Menschen stolz sind. Ja, das kann jeder machen. Weil das sehe ich auch so, wenn ich jetzt in Kuba, in Costa Rica bin, dann sehe ich Menschen so, ey, wir sind Ticos, also das ist der Name von denen, wenn sie Costa Ricaner sind. Wenn ich jetzt in Berlin sage, ich bin stolzer Deutscher, dann, also, ich sag mal nicht, aber das ist dann auf jeden Fall eher schwierig. Warum ist das so? Ja, ich meine, ich glaube, das weiß jede deutsche Person sehr. Ja, nö. Warum das problematisch sein könnte. Weil ihr Nazis seid, Digga. Finde ich aber auch sehr schade, dass das so gekommen ist. Wegen diesen 10 Jahren. Bin halt auch aber einer der Meinung, so, sei stolz auf deine Kultur, auf deine Herkunft und so, ist geil, Digga. Aber man sollte es nicht übertreiben, so dass man denkt, dass man besser ist als irgendjemand anders. Da kommt dann halt die Spaltung wieder ins Spiel, dass man denkt, nur weil man daherkommt, ist man besser als Menschen, die daherkommen. Das ist halt nicht der Fall. Sei stolz, sei cool und so. Sag, ey, geil, meine Vergangenheit, meine Kultur, meine Großeltern, was auch immer so. Aber lass das nicht dafür sorgen, dass gespalten wird, so. Weißt du? Das ist halt auch dann
dann geht es in die negative Richtung. So. Deutsch gehört ja ein bisschen mehr zu als Hitler, sage ich mal. Ja, nee, sicher, sicher. Nee, aber ich meine, nur wenn man auf sein Land stolz ist, muss es ja nicht gleich heißen, dass es negativ ist. Ich zum Beispiel bin Südtiroler, ich bin auch in dem Moment ein stolzer Südtiroler oder auch Italiener, einfach aus Gründen der Küche. Ich liebe unsere Küche, das ist super, da kann man einfach. Liebe ich auch. Sein. Genau, eben. Zum Thema Stolz wäre mein letzter. Küche den Mörder, ne? So. Und los. Dass man halt natürlich aber nicht in Gefahr laufen sollte, hochmütig zu werden. Das ist, glaube ich, dann wiederum wirklich, die Bibel spricht von einer Sünde, also wirklich von etwas, was nicht Gott... Ja, Digga. ...wolltest, was einfach nicht schön ist gegenüber anderen Menschen. So, hochmütig, das wollen wir nicht... Bin stolzer Leon Lovelock-Anhänger. So. Nee, auf jeden Fall. Da sind wir uns doch einig. Ja. Dann, hat mich sehr gefreut. Nun, Freunde, das war doch mal ein voller Erfolg. Geiler Kleber, Digga. Kein Tier ist egal, fühle ich. Ah, apropos, kein Tier ist illegal oder egal. Liebe Grüße an Feroz Khan, mit dem ich diese Umfrage vielleicht noch einen Ticken schärfer hinbekommen hätte. Aber mir ging es echt mal darum, die Wiener... Den fühle ich gar nicht. ...heute auf ganz entspannt kennenzulernen. Der macht auch schön Spalterei, meiner Meinung nach. Ich persönlich finde, der sorgt auch dafür, dass mehr... Hass in der Gesellschaft und negative Vibes entstehen. Ich glaube, das war ein voller Erfolg. Vieles war natürlich irgendwo ein bisschen erschreckend auch, aber ich gehe hier mit einem guten Resümee wieder raus. Man kann mit den Menschen hier in Wien reden, auch mit den jungen Menschen, und das ist heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Von daher, ja, hoffen wir auf eine bessere Zeit in Bezug auf diese Sylt-Sache. Nee, Spaß. Gute Besserung auch weiterhin an den Stürzenberger. Ja, das mit den Polizisten ist einfach nur... Ja, Leute, mir fehlt da auch wirklich jedes einzelne Wort. Von daher, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Auf bald. Auch wieder schon mal Jutster. Ey, wie gesagt, Alter, ich habe da ein bisschen andere Meinung teilweise, weißt du? Aber ey, trotzdem coole Umfrage und so. Und ich finde es auch vollkommen okay, dass andere Menschen eine andere Meinung haben, auch als ich, weißt du? Und deswegen schreibt mir gerne eure Meinung dazu, gerne unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Lasst euch nicht spalten. Lasst euch nicht eintrichtern, dass ihr euch auf irgendeine Seite stellen müsst, dass ihr irgendwie rechts oder links sein müsst oder das sein müsst. So, ihr könnt auch einfach in eurer Mitte sein und sagen, ich stehe für Menschlichkeit und Frieden. Ich stehe für Liebe und ich verurteile alles, was dagegen spricht. Und dann sind wir cool, Digga. Weißt du, wie ich meine? Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out, Alter.